Lehrerfortbildung bei den Chemieverbänden Rheinland-Pfalz. Das Thema: Perspektiven für Jugendliche schaffen. Die Situation in den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, erfahren Schüler häufig zu wenig über wirtschaftliche Zusammenhänge. Die Aufgabe: Denken wie Kaufleute. 50 Lehrer versuchten genau das am Beispiel eines Kaffeebechers, der sich selbst erwärmt. Wie sind da die Herstellungskosten? Ja? Warum wird so ein Becher beispielsweise für 2 Euro angeboten? Ja, diese Fragen kommen da auf und das bietet sich doch mehr als an, im Unterricht dann den ökonomischen Kontext mit dem fachlichen Aspekten zu verknüpfen. Das zweitägige Seminar sollte insbesondere Lehrer der Sekundarstufe 2 ermutigen, genau das zu tun, mehr Wirtschaftsthemen in ihren Unterricht zu packen. Denn die Lehrer spielen bei der Berufsentscheidung Jugendlicher eine sehr große Rolle. Sie sind nach Eltern und Freunden die Personen mit dem größten Einfluss. Meiner Meinung nach sind viele Schüler heute noch nicht in der Lage, zwischen den Berufen zu unterscheiden, haben kein Berufsbild im Kopf, wissen noch nicht, was sie nach dem Schulabschluss machen sollten. Da wäre eine ökonomische Bildung hilfreich. Die Lehrerfortbildung der Chemieverbände Rheinland-Pfalz erfolgt in Abstimmung mit dem Bildungsministerium. Und die Lehrpläne lassen mehr wirtschaftliche Themen im Unterricht durchaus zu. Die Lehrer brauchen aber auch Chancen, um sich die Sachverhalte anzueignen. Ich kann Ihnen einfach sagen, dass es sehr einfach ist, in fast allen Fächern wirtschaftliche Bezüge einzubringen. Einfach indem sie auch den Alltag der Schüler aufgreifen. Praxisbezug im Unterricht herstellen, das geht natürlich am besten, wenn auch die Lehrer selbst praktische Erfahrungen gesammelt haben. Besuch bei der Rhodius-Gruppe in Burgbrohl. Hier erhalten die Pädagogen interessante Einblicke in einige der mehr als 50 Ausbildungsberufe in der Chemie und ihre spezifischen Anforderungen. Das bringt mir eigentlich sehr viel. Und zwar, weil wir ja in der Schule auch alltagsbezüglich unterrichten sollen. Und wenn man in so einen Betrieb geht, dann nimmt man was mit, was man dann den Schülern auch berichten kann. Rhodius stellt neben Getränken auch Schleifscheiben her und sucht dringend qualifizierte Mitarbeiter. So wie viele andere Betriebe, denen die demografische Entwicklung mit immer weniger jungen Leuten Sorgen macht. Also Lehrer sind für uns wichtige Multiplikatoren, weil letztendlich sie nicht nur Kindern etwas beibringen, sondern auch ein Stück Wirklichkeit in die Schulklassen bringen sollen. Und deshalb finde ich die Initiative des VCIs sehr gut, engagierten Lehrern zu zeigen, wie Industrie funktioniert. Ein großes Problem: Viele Schüler und Eltern glauben, dass nur noch das Abitur eine gute Ausbildung garantiert. Über die vielfältigen Alternativen, die die Berufsschulen in Rheinland-Pfalz bieten, wissen sie häufig gar nichts. Und das hat Folgen. Große Gefahr besteht, dass man zwar auf der hochqualifizierten Ebene, Akademikerbereich, ausreichend Bewerber, vielleicht sogar zu viele Bewerber hat, aber dass im Fachkräftebereich jetzt der heute schon prognostizierte Fachkräftemangel immer größer wird. Auch ohne Abitur, in der chemischen Industrie gibt es sehr viele Ausbildungsmöglichkeiten.